weiß nicht, ob es bei der Aussage, was in der Stadt alles passiert, nicht mitbekommen habe, aber hat sie irgendwas vom Friedhof gesagt? Ich sag das so in die Runde. Der Drachenborner lehnt sich zu dir runter. Der Friedhof ist ganz oben über der Menagerie der Rabenhügel. Dankeschön. Nutzt die Chance und wende mich auch an den Drachengeborenen einmal. Ihr habt gesagt, alle Götter werden hier verehrt, aber Kultisten sind auch in Everember verfolgt, oder? Nun, es gibt Götter und Götter. Ich nehme mal an, mit den Kultisten meint ihr die fünfte Hand? Ja, die Hand. Ah, nein, die haben hier natürlich keine Tempel. Ich meine damit Götter, die in Alvana nicht verehrt werden. Shinnari zum Beispiel oder Selune, Vaukin, der Münzgott, Sune oder eben Ambali und Talos. Aber hier gibt es auch einen Tempel des Kelemphor und es gibt einen Tempel des Lassandre. Wie gesagt, eine bunte Mischung aus der ganzen Welt, Rovea, findet hier ihren Weg. So, damit sind wir am Ziel. Ich möchte mich nochmal für die Mitfahrt und für die Hilfe gegen die Piraten bedanken. Dementsprechend verzichten wir auf die 2 Gold Überfahrt. Ihr habt euch mehr als nützlich erwiesen und ich hätte viel mehr verloren als nur einem Anker. kein böses Blut. Herzlich willkommen in Everember. Und als erstes seht ihr den Elfen, der auch Gast war, hinunterlaufen und in der Stadt verschwinden. Der übrigens die ganze Reise kein Wort mit euch gewechselt hat. Who the fuck was that guy? Sorry. War das nicht der Elf, der in einem sehr heroischen Zweikampf einen der Piraten niedergestreckt hat? Ja. Schön, dass keiner mit dem gesprochen hat. Scheiße. Voll die Missed Opportunity jetzt gewesen. Apropos, falls ihr es seht, Mycroft hat natürlich mittlerweile ein neues Bild bekommen. Er hat ja einen Hut erobert, dementsprechend. Gern geschehen. Hat er ein schickes neues, deshalb ist es auch Captain Rendergast, ein Seefahrerbild bekommen. Er hat leider noch immer die Maske auf, ich werde es angleichen. Wie immer. Aber Ben. Alle meine Sachen werden mir immer weggenommen. Du kannst es eigentlich lassen. Weiß, und zwar, ja, du kannst es lassen. Ja, und so tretet ihr die Blanke herunter. Avicenna legt wieder die Elfenverkleidung an. Und ihr seid in Everember angekommen. So. Was nu? Wo suchen wir am besten nach den Steinen? War hier noch nie. Ja, das ist eine gute Frage. So viel ich mitbekommen habe, hat der Gouverneur, der Marquis Everember, hier die Steine in seine Sammlung, nachdem der Stern gestürzt ist. Ich werde versuchen herauszufinden, die Lichthügel sind nicht so einfach zu erreichen. Versuchen herauszufinden, was es damit auf sich hat. Ihr, und sie dreht sich. Also ich würde mich auf die Suche nach Vio machen. Ah, ja, das ist auch eine gute Sache. Wir brauchen Kontakte. Genau, ihr kennt Vio. Das ist schon mal nicht schlecht. Was hat euch eigentlich hierher geführt, Katzen? Sagt die Gorgone, die jetzt wieder wie Elf aussieht. Das ist ja eine unangenehme Frage von ihr. Das passiert öfter. Ja. Ben, jetzt nochmal kurz die Info für mich. Was wäre denn mein Best Guess, wie ich jetzt an diese Gorgonen-Geschichte rankomme? Also, dein Best Guess wäre, sie steht vor dir. Ja. Aber ist es was, wofür ich sie töten müsste? Oder? Das weißt du nicht. Du hast keine Ahnung, was das ist. Das ist ja perfekt. Ich habe zero Infos. Okay. Die Info, die du hast, ist, die Gorgonen Zweifel verführen. Da in dem Südsumpf bei Upmountain, hast du gehört, da gibt es keine Gorgonen mehr. Oder in einem der Dschungel beim Archipel. Und du bist jetzt erst bei der Stadt und nicht im Dschungel und sowas. Bist aber die ganze Zeit mit einer unterwegs. Hast dich halt bisher noch nicht getraut. Und jetzt steht sie nur in elfischer Form genau vor dir und fragt dich. Dein nächster Guess wäre, deinen Kontakt hier in Everember zu fragen. Weil deshalb bist du hierher und nicht einfach direkt irgendwo auf dem Boot. Du kennst hier jemanden und das wäre so dein Bezug zu, wie komme ich an den Archipel, wie komme ich in den Dschungel, gibt es hier Gorgonen und sowas. Das wäre der Weg, hättest du jetzt nicht diese Frau noch getroffen.
zusätzlich, du kannst natürlich auch deinen Kontakt fragen. Und sie fragt jetzt eher, was führt dich eigentlich hierher, Kätzchen? Ja, ich würde umschalten in den im Zweifel verführen Modus, den Xeroth mir geraten hat. Inoffiziell, hallo. Inoffiziell, ja. Und, oh Gott, jetzt muss ich sie verführen. Gottes Willen. Wir haben vorher nie geredet, ne? Nein. Wie kann ich das shiften? Ziemlich gemieden, ja. Na gut. Geschäfte, was führt euch denn hierher? Geschäfte. Nun, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, unsere sehr bunte Reisegesellschaft ist auf der Suche nach etwas, was anscheinend in der Kunstsammlung des Gouverneurs gelandet ist. Geschäfte. Wir werden versuchen, ihm das Ganze abzukaufen. Aber zunächst, und weil hier diese seltsamen Lichter überall angehen, würde ich sagen, die Nacht ruft uns in ein Gasthaus und sie dreht sich zu euch anderen vier um. Wir sollten eine Taverne suchen, nicht wahr? Meine Frage zielt darauf ab, wart ihr schon mal hier? Kennt ihr euch in Ever Ember aus? Das ist jetzt die Frage, die wir dir stellen würden. Also jetzt auf Character. War jemand von uns? Nein, von euch noch niemand. Und Avicenna fragt gerade Nefari, Entschuldigung. Achso, Entschuldigung. Ich war auch nicht, oder? Nein, du kannst dich nur auf deinen Kontakt berufen, von dem du weißt, dass er hier war. Und du selbst warst hier noch nicht. Nein. Ja. Nein, es ist mein erstes Mal hier. Dann sind wir alle Fremde in einer fremden Stadt. Nun, aber vielleicht wollt ihr nicht alleine fremd sein. Wir suchen uns eine Taverne und dort besprechen wir. Und vielleicht können wir euch bei euren Geschäften auch helfen. Außer ihr seid Einzelgängerin, was man von Katzen ja so hört. Nein, ehrlich gesagt könnte ich Hilfe gebrauchen. Dann lasst uns ehrlich gesagt es doch bei einem gemütlichen Abendessen besprechen. Wir waren 5,5 Tage zusammen auf einem Schiff. Es gibt bestimmt einiges. Und damit geht sie an dir vorbei. Und ist eine blasse Elfe mit feurig rotem Haar, derselben Klamotte, aber sonst. Man sieht nur nicht, dass sie sonst ein Reptil ist. Das andere Reptil, der Drachengeborene, winkt nochmal Aaron zu. Vielleicht läuft man sich ja über den Weg oder stolpert über die ein oder andere Leiche. Über die eine oder andere Grube. Hör ich das? Ja. Ihr werdet mich in der Menagerie finden, im Nordviertel. Dort ist unser Eins eher gesehen. Und er deutet auf sich, aber auch auf die Tabaxi. Das Menagerie hat etwas abschätzig den Namen, weil dort sehr viele Halbwesen Zuflucht finden und das wäre doch perfekt für unsere Gruppe. Wir haben hier nur halbe Wesen. Nun ja. Hallo. Der Saturn, stimmt, die Halborn und ja, die Reptilienfrau und die Katzenfrau. Eigentlich fallt ihr komplett raus. Und von dem Hund weiß er auch nichts. Aber ich kann mir Katzenohren anhängen oder so, das funktioniert schon. Nee, ich habe genug Kleinkram hier drin von kleineren Tieren. Glaub kann ich mir auch einfach angeben. Glaub mir, wenn hier einer ein Halbwesen ist, dann ist es der Magier. Ich bin nicht so ganz Mensch, das möchte ich mir verbieten. Aber wenn ihr ein Gasthaus hier in der Nähe sucht, dann empfehle ich euch tatsächlich entweder die Lahme Möwe, das ist ein Gasthaus, oder der Tagelohn, das ist eine Kneipe, beides hier an den Werftdocks. Hier gibt es auf jeden Fall genug Leute, die sich auskennen und euch an die Örtlichkeiten schicken, die ihr braucht. Sehr freundlich, lieber Kollege. Und nun haben Sie es gut und gut dick, wie man so schön sagt. Auf dann, Kollege. Gut. Gut Grab. Ja. Genau. Ja, und er verschwindet auch in Richtung Innenstadt. Während als der Drachengeborene weggeht, ja, sage ich nur genau. So in die Gründe so, kommt das nur mir so vor oder hat er ungefähr eine 100% Kehrtwende von recht charmant zu verdammt creepy gemacht? Mag mit seiner Berufswahl zusammenhängen, glaube ich. Nun, ich habe genau das Gegenteil im Sinn gehabt. Das glaube ich dir sofort. Es ist ein Hexer. Ich habe einige Worte mit ihm gewechselt auf unserer Fahrt. Eigentlich habe ich jeden Tag mit ihm gesprochen. Er ist ein Hexenmeister, ein Drachengeborener. Und ich möchte nicht, ich ziehe meine Kraft aus den Urgewalten der Natur, meine magische. Ich möchte auch nicht jetzt die eine magische Quelle über die andere stellen. Aber ich weiß nicht, welchen Pakt dieser Drachengeborene eingegangen ist. Und dementsprechend bin ich bei solchen Gesellen auch eher vorsichtig. Aber er hat interessante Geschichten erzählt. Er sucht anscheinend ein Artefakt alter Götter. Ich
das ihm gestohlen wurde. Hm. Ja, er kommt aus eurer Heimat, Gargok. Oh, ein Distanzer. Hm. Eure Begeisterung ist ansteckend. Suchen wir uns ein Gasthaus. Was habe ich verpasst? Aber doch bitte ein Gasthaus, nicht nur eine Kneipe. Ja, ja, ja. Du hast verpasst, dass zwei Gasthäuser vorgeschlagen wurden. Einmal die Lahme Möwe, ein tatsächlich Gasthaus mit Zimmern. Klingt mega, hätte ich gewählt. Der Tagelohn, das ist so eine Hafenkneipe. Das sind beides hier im Viertel, wo man nicht lang laufen muss. Ich würde den Tagelohn nehmen. Also eins muss ich dieser Stadt schon mal lassen. Gasthausnamen kann sie gar nicht. Dafür hat sie ein Viertel für euresgleichen. War das jetzt wieder übertrieben? Bin mir nicht sicher, ich versuche mich dieses Sozialzeug noch hineinzubringen. Sagst du rückwertend mit diesem Ton, als du umdrehst, steht vor dir dieser riesige Elefantenmensch. Sie sind aber halb Elefanten. Als Skorpion. Nein, die heißen hier Loxodon. Na gut. Und als wäre das nicht seltsam genug, ihr seht, wie gesagt, unterschiedliche Stadtwachen in verschiedener Rüstung. Ihr seht eine Zentaurin über die Pflastersteine galoppierend. Und das, was ihr tatsächlich noch nie gesehen haben könnt, ist auf einem der Stege einen mechanischen, metallenen Humanoiden. In Bronze und Zinn gebaut. Bitte gehen Sie weiter. Kuriositäten. Ein Konstrukt. Ekelt mich richtig an. Und die ersten 5 Minuten an Land dieser Stadt zeigt euch, wie vielfältig das hier ist. Ihr schiebt euch, Aaron schiebt sich an dem Elefanten vorbei. Und ihr bewegt euch zur Möwe oder zum Tagelohn? Was war's? Möwe. Zum Tagelohn. Okay, demokratische Abstimmung. Also ich hasse Vögel. Ich stimme gegen die Möwe. Also Tagelohn, Tagelohn. Eine Möwe, Möwe, zwei Tagelohn. Möwe. Wer war noch zweimal Möwe? Zweimal Möwe. Also, Fähnchen, der war. Also bin ich jetzt hier der Entscheider oder was? Ja. Ja. Das ist mal eine Kneipe oder gleich eine Gasthaus? Kneipe oder Gasthaus? Aber das Gasthaus hat auch eine Kneipe. Also, ja, da ist eine Taverne. Ja, komm, nehmen wir das. Möwe! Möwe wird's. Ihr könnt doch später noch saufen. Ja, und jetzt? Ich muss meinen Vorrat an Formaldehyd wieder auffrischen. Können auch Split the Party machen. Das wäre richtig dumm einfach. Ja, so vor allem beim Social Eating. Das wäre der dümmste Moment, um die Party zu splitten, der mir einfallen würde. In der Tat. So soll es sein, da muss ich nur kurz was vorbereiten. Ihr lauft die Werft entlang. Wie gesagt, seht die Unterschiedlichkeit dieser Einwohner und der Stadt an sich. Auch die Häuser sind in verschiedenen Bauweisen Sandstein gehalten, manche allerdings auch wieder mit Fachwerk, welche komplett weiß, mit Flachdach, mit einer Treppe, die da hochführt. Und ihr lauft die Hafengegend der Werftdocks entlang weiter und tiefer in diesen Südhafen rein und seht einen Turm darüber aufragen, die sogenannte Weltenuhr, an dessen Spitze sich tatsächlich mehrere Konstrukte wie Himmels Körper an Ellipsen drehen und immer wieder anhalten und dann weiter drehen. Die Weltenuhr ist sozusagen der Eingang in das südliche Viertel, welches Konstrukt genannt wird und komplett beleuchtet ist mit diesen seltsamen Laternas. Genau. Mycroft ist sehr angetan von den mechanischen Wundern. Ich mag diesen Ort nicht. Was redet ihr denn da? Das ist fantastisch. Xeroth ist... Xeroth's zu hell, die Mechanik. Xeroths Miene, erhält sich ein wenig, weil er sich natürlich für das Neue begeistern kann. Seit Tagen zum ersten Mal. Und ihr erreicht die Möwe, die lahme Möwe, Michael voran. Ist unten, wie gesagt, eine Taverne und im oberen Geschoss
ein Gasthaus. Und ihr habt Hunger, also betretet ihr sie und sucht euch einen freien Tisch. Das sind nämlich leider richtig viele. Okay. So. Bereiche aufdecken. So. Und damit können wir in Downtime Social Eating gehen. Woo! Essen. Bitte entschuldigt mich kurz. Ich muss mal auf die Toilette. Ah, die habe ich nicht eingezeichnet. Das wird zu unangenehm. Gott, wo geht der hin? Wo geht der hin? Oh, in die Küche? Nein! Oh, nein. Ich schaue Gaga-Ock an. Wollt ihr irgendwas Spezielles? Ich muss sowieso fragen, ob sie mir etwas zubereiten können, wie im Umbraland. Deswegen. Nach all den Tagen auf See nehme ich gerne einen Fisch. Überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Aber gut. Ich nehme das beste, sehr lang gekochte Fleisch in einem anderen Fleischstück. Ich schaue ihn einmal an und sage, ja, das könnt ihr euch bestimmt holen. Ich verfolge. Ach so. Na gut. Wie gesagt, viel Glück. Stehe ich auf und gehe an die und holen wir das. Ja. Ja. Ist ganz gut besucht, ihr habt aber einen freien zentralen Tisch bekommen. Wie gesagt, Minecraft, du gehst auch zur Theke oder was? Offensichtlich tut er das, ja. Okay. Ihr seht, an der Theke steht der Elf, der mit euch gefahren ist anscheinend. Hat sich kurz mit dem Wirt unterhalten, ein junger Mensch mit strohblonden, struppigen Haar und einem kleinen gepflegten Bart, der sich dann zu Aaron als erstes wendet. Gut, Freund. Guten Abend. Was wünscht ihr? Was? Ich habe mir bei ihren Snacks bedient, die hier auf dem Tresen stehen. Dann ist weg. Oh nein. Dann gehe ich auch zur Theke. Ich gehe auch an den Ort, den es nicht gibt. Ihr könnt mich doch nicht hier alleine mit dem Barkeeper lassen. Der nicht existiert. Na gut, da muss ich jetzt Leute selbst... Ben kann auch nicht wieder rein, das ist natürlich super, weil Jules nicht da ist. Guten Tag, dieser Kanal gehört jetzt mir. Ich bin jetzt Brot und Videospiele. Selber schuld. Ich muss ein bisschen... Wo muss ich hin? Da. Der Kanal gehört mir. Die Rechte werden übernommen. Punkt. Das muss ich unterhalten. Ich habe hier nur Essen vor mir, das darf ich nicht essen. Ja, nee, guten Tag. Guten Tag. Wir müssen jetzt den Stream leider zu zweit unterhalten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn das zwei Leute hinkriegen, dann ja wohl wir. Das ist allerdings richtig. Hast du dir denn was zu essen besorgt? Ich habe hier Burritos vor mir. Ich habe hier Pizza. Das ist auch gut. Ich fresse mir die ganze Zeit die Nachos. Das ist ja geil. Ben kann halt keinen Raum. Also, Ben kann nicht reingezogen werden, weil Jules nicht da ist. Ich habe halt null Platz für diese Pizza, ne? Jetzt habe ich zwei Schreibtische in meinem Zimmer. Der Pizzaschreibtisch. So ungefähr. Ey, ich brauche auch einen Pizzaschreibtisch. Gott, was ist passiert? Ben ist rausgeflogen, kurz nachdem du gegangen bist. Ach so, aber er ist auch noch gar nicht wieder da. Doch, ich bin doch jetzt da. Ist er wieder da. Ach so. Hi, dankeschön. Ja, kaum bestellt man. So, du bestellst. Was kann ich für dich tun, Freund? Ich nehme ihr am weitesten gegartes Fleisch. Dieses Fleisch anschließend in ein weiteres sehr gegartes Fleisch einwickeln. Was? Und das nochmal sehr lange garen. Das nehme ich. In manchen Ländern wird das auch ein Rapp bezeichnet. Den hätte ich gern. Kommt, mach zwei Silber. Uha. Minecraft! Tja. Du hast ja wohl zwei Silber, Alter. Minecraft ist leider nicht da, um dir Essen auszugeben. Ja, wir haben meine komplette Geldbörse abgenommen. Was, wer gibt wem das aus? Aaron ruft nach dir, weil er kein Geld für sein Essen hat. Ich bin wirklich wie so ein Gehandicapter, der keine Rechte hat. Ja, zu Recht. Ja, doch, ich hab sogar noch zwei Silber, guck an. Dankeschön.
Ich hab sogar noch zwei Silber. Passt Minecraft, alles gut. Ich leg ihm zwei Silber hin. Passt Minecraft, alles gut. Ja. Gut. Ja, wird gebracht. Ich hätte gern, ich hätte gern die, die Algennudeln. Algennudeln. Mit, Semmelbröseln. Gibbets. Keine was Ahnung. Was sind Algennudeln? Ja, ich hab doch keine Ahnung, was es hier zu essen gibt. Ich hab das auf der Karte gelesen gerade. ich mach euch was zusammen. Kein Problem, seid ihr. Ja, und, während du da an der Theke gelehnt bist und die Algennudeln bestellt hast, mit Semmelbröseln, hörst du neben dir hübsche Hörnchen. Okay, ich drehe mich um. Oh. Oh. An der Theke steht eine Tiefling in rubinroter Haut, Karmesin, mit geschwungenen Widerhörnern, die du schon mal beim blauen Vogel ungefähr gesehen hast. Kurze violette Frisur und ich kenne sie. Dort... Nein. Ach so. Nur die Hörner, also die Art Tiefling hast du jetzt schon mal. Ich schätze, das kann ich nur zurückgeben. Oh, vielen Dank. Ja, du siehst, an ihren ist noch so ein bisschen Schmuck, so zwei Ketten dran und man sieht, es gibt nur wenige, die heutzutage noch ein gutes Horn wertschätzen. In der Tat. Und die meisten tragen es als Trinkgefäß bei sich rum. Geschmacklos. Hi. Und sie streckt die Hand hin. Lynn Alastair. Scharfsinn. Xeroth. Freut mich sehr. Ihr könnt mich Scherbe nennen. Scherbe? Scherbe, ja. Okay. Unser Eins hat ein Nick für seltsame kleine Einzelnamen, die komplizierten dämonischen Namen leichter machen. Ihr seid neu hier in Everember angekommen? Ja, wir sind gerade angekommen mit dem Schiff aus Amarant. Ja, man sieht nicht so viele Satyre dieser Tage. Die meisten behalten sich auf ihre Inselkette zurück und bedauerlich fast schon. Es gibt nicht viele von uns, die sich so viel in der Welt rumtreiben. Ich schätze, ich bin da die Ausnahme. Aber ich bin auch die Ausnahme darin, dass ich, und ich fasse so an meine Laute, mich der Musik gewidmet habe. Der Reihe von Zufällen und sie tritt ein Stück zur Seite und siehst an der Theke gelehnt ebenfalls ein Musikinstrument. Oh. Du siehst einen längeren Hals, ähnlich wie bei deiner Laute, geschwungen, bläuliches Holz, einen längeren Hals und der geht allerdings in eine Art Harfe über. Und es sieht so aus, als ob der Unterteil der Harfe gespannt ist an Oberteil der Laute. Ja. Oh. Marke Eigenbau. Beeindruckend, also eine weitere Liebhaberin der Künste, sag ich mal. Auch das wird viel zu wenig gewertschätzt in der heutigen Zeit. Genau sein ist ja mein Captain, Liebhaber der Künste, und ich versuche ihm die Zeit auf See damit ein wenig zu versüßen. Ah, okay. Ja, das habe ich auch lange überlegt, ob ich mich mal auf Schifffahrt begeben soll mit meinen Künsten. Denn, das ist die Idee. Denn ich als... Ich komme ja ursprünglich von einer Insel und natürlich liebe ich die Seefahrt und habe sie sehr vermisst, zeitweise. Und es ist wahrscheinlich etwas anderes. Ich meine, ich nehme an, ihr seid einen Küstenstreifen entlang gefahren, wenn ihr aus Amarant kommt. Habe ich mein Essen bekommen mittlerweile eigentlich? Genau, er schiebt jetzt gerade gegenüber und wendet sich dann Mycroft zu. Dankeschön. Entschuldigung, ich habe die letzte Frage nicht verstanden. Ja, ihr seid wahrscheinlich, wenn ihr von Amarant gekommen seid, einfach der Küste entlang geschippert, nicht wahr? Ja, genau. Es ist was anderes. Wir hatten sogar auf dem Weg nach Amarant einen kleinen Zwischenfall mit Piraten. Ja, ja, die wird es hier auch zuhauf geben. Die werden auch immer dreister heutzutage, ne? Ja, kommt drauf an. Jeder nach seiner Berufung, würde ich sagen. Ja, und sie grinst, dass ihre Eckzähne zu sehen sind. Wie gesagt, gerade hier in Lord Bellum sind Piraten nichts Verwerfliches. Im Gegenteil.
Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich immer der absolute Saubermann in meinem Leben war. Und das würde ich sagen, sauber Bock. Und Pirat ist nicht gleich Pirat. Aber ich halte euch vom Essen ab. Sie hebt ihren Zinnkrug. Lasst es euch schmecken und einen schönen Aufenthalt hier, Herr Scharfsinn. Freut mich auf jeden Fall, eure Bekanntschaft zu machen, Scherbe. Vielleicht treffen wir uns wieder. Dann können wir uns nochmal über diese fantastischen Hörner unterhalten und was man damit so machen kann. Sehr, sehr gern.